Jetzt muss ich mal gucken, wo ich denn die Mauer hier dann noch zu Ende machen möchte. Also... Wo? Attacke! Kampf! Tackle! Kampf! Tackle! Kampf! Frankenhieb! Nicht sehr effektiv, Tackle. Das macht mir das ganze Feld kaputt, das Vieh. Ich hätte vielleicht doch nicht auf dem Feld kämpfen sollen. Egal, ich habe es kaputt gemacht und ja, mein Feld ist das arme Feld. Muss mal gucken, ich würde die Mauer am liebsten bis hierher ziehen, würde ich ja sagen. Bis hier. Hier am besten so. Dass ein schmaler Grat dazwischen ist. Und ich grabe mir mal einen Weg hier durch. Was ist das? Das ist Effizienz, okay. Oh. Oh. Interessant, interessant. Oh, wer hätte es gedacht? Na, ernsthaft, wer hätte es gedacht? So. Dann halt so, ihr Schelme. Jetzt muss ich mal ganz kurz hochgraben. Mein Hals ist trocken, ich muss mal ganz kurz was trinken. Ich hasse einen trockenen Hals, ich hasse einen nur, aber ich nehme gerade so viel auf. Grab mich immer durch. Ah, hier hinten. Okay, das heißt, wir sind auf jeden Fall schon durch. Moment. Ein Grab montieren nochmal lang. Und dann wird die Mauer kleiner ausfallen, als ich dachte. Also viel kleiner. Dann grabe ich den Spaß gleich mal weg. Dann sorgen wir dafür, dass die Mauer auf jeden Fall jetzt zu Ende gemacht wird. Also wie gesagt, ihr müsst entscheiden, wollen wir den Pokémon-Mod drinnen lassen oder soll ich mal irgendwann eine extra Staffel mit Pokémon-Mod machen, was sich ja natürlich auch schwer gestellt, wenn der Pokémon-Mod sich auf jedes Spiel versteift, dann habe ich hier überall die Pokémon. Gut, ich muss ja natürlich nicht damit arbeiten, das ist auch eine andere Sache. Das heißt, in der einen Kopie arbeite ich, in dem einen Ding arbeite ich damit, in dem anderen lasse ich es einfach nicht fliegen, habe mein Start-Pokémon, benutzt es aber nicht. Kann man natürlich auch so machen. Das stimmt. Müsst ihr sagen, wie ihr das gerne haben wollt. So, wie sieht's denn hier aus? Sieht's aus, als ob mich hier was blockiert. Hätte gern den Level-Upgrade, als diesen Level-Mod drinne behalten, ey, der war richtig geil. Alles klar, hier geht's dann hier lang. Interessant. Er wird hier, wo man das ganze Untergehölz rausfliegen müssen, ist auch kein schlechtes Ding, denn ich brauche wieder mal ein bisschen Holz. Auch wenn es eine schöne Flussbewaldung war, wenn sie gut aussah, jetzt muss er erstmal vorerst raus. Und dann schauen wir mal, wie es danach aussieht. So, schauen wir mal hier. Jawohl, das sieht auch nicht schlecht aus. Aber was ich... Das sieht auch nicht schlecht aus. Ich hätte jetzt eigentlich einen coolen Übergang bringen können, hab's aber nicht gemacht, weil ich einfach mal zu verpeilt bin. Was ich da jetzt wieder gelesen habe auf Facebook, ne? Also, man kann ja fast schon sagen, Facebook ist eine Medienplattform mittlerweile. Also, Facebook ist ja eine Medienplattform, also so ist es nicht, aber
So eine richtige meine ich halt, nicht so eine, sondern eine. Und zwar folgendes. Da hat nicht wirklich ein Portal, also ein Portal hat sich so gedacht, so, oh, Raupis. Hallo? Ich glaube, ich stecke den Baum fest. Na gut. Da hat sich nicht wirklich ein chinesisches Portal gedacht, hey, es wäre doch voll genial, wenn wir einfach mal hier so, wir haben da hier so ein Portal aufgemacht, so ein neues Flussportal. Und da wollen wir jetzt ein paar mehr Leute bekommen, die mitmachen. Dann finden wir uns doch einfach mal was, um mehr Aufmerksamkeit auf das Portal zu lenken. Ja, Flyer verteilen, ja, langweilig. Ist nicht noch so. Einfach Werbung machen, ja, hat man schon. Ach ja, ich weiß. Wir tun einfach so, als wären wir ein 19-jähriges Mädchen, das sich für Sex durch die ganze Welt schlafen möchte. In der Tat, also ich meine, der Gedanke an sich, wenn das wirklich ein 19-jähriges Mädchen gewesen wäre, wäre ganz lustig gewesen, muss ich sagen. Es ist anfechtbar, dieser Gedanke, aber doch aus ganz witzig, sich durch die Welt halt schlafen zu wollen, also rumkommen zu wollen in der Welt, indem man sich dann halt so anbietet, wisst Bescheid, ne, hier so für die Jüngeren so, also so ein bisschen so, hui und hi. Der Gedanke an sich ist, man kann drüber meckern, man kann es aber auch lassen, keine Ahnung, wäre in dem Moment ja dann ihre eigene Sache und wenn sie sowieso um die Welt kommen möchte, wir denken jetzt, diese Person gibt es nicht wirklich, ne, wir tun es einfach mal so, als wenn sie gäbe, wäre das eine ganz coole Aktion. Allerdings, dieses angebliche Mädchen wurde von vielen Zeitungen in Britannien und bla 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 als fiktiv genommen, also diese dachten, ja, die gibt's wirklich. Und da wurde eine riesen Schlagzeile veranstaltet. In der ganzen Welt kursierten Gerüchte über das Mädchen, das sich durch die Welt schläft. Bla bla bla. Wieso habe ich jetzt einmal 5 Faden wieder? Ach, die Raupis droppen Faden. Alles klar, die Raupis droppen Faden. Das heißt, ich bin gar nicht fadenlos. Ich muss mir nur die richtigen Pokémon suchen. So wie Kapadors Fisch droppen Raupis Faden. Interessant. Na egal. Also auf jeden Fall haben sich viele das so, ja, Gerüchte gegen rum, bla bla bla. Die Medien haben es veröffentlicht. Und dann irgendwann kam raus, ey, warte mal, das Mädchen existiert gar nicht wirklich. Das ist ein Fake. Das hat sich diese chinesische Seite ausgedacht. Ja, und wie ist es jetzt nicht anders gekommen? Die chinesische Seite wollte eigentlich erst ein bisschen Aufmerksamkeit für die Seite haben. Jetzt mittlerweile ja, haben sie echte Probleme mit dem chinesischen Internetministerium, wie auch immer man das nennt, chinesisches Ministerium für Internetmissbrauch und Verbrauch. Und haben dann echt ein echt hartes Problem an der Waffe. Wo ich mich frage, ja, wie kann man so blöd sein, Leute? Also ganz ehrlich. Wer so blöd ist, ich habe keine Worte dafür. Also man sollte echt, weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht, was ich jetzt sagen soll. Das ist an sich, sage ich mal, kann man schon sagen, es wäre vielleicht ein intelligenter Schachzug gewesen. Ich möchte es ja nicht mehr bestreiten. Es wäre vielleicht ein intelligenter Schachzug gewesen. Aber jetzt haben sie echt die Kacke am Dampfen. Meine Freunde, da dampft jetzt echt ein bisschen was. Und das ist mehr als das, was auf dem Klo liegt. Und ja, was soll man sagen? Jetzt haben sie halt ein Problem. Jetzt haben sie einfach ein Problem und ich fand die Story an sich, ich bin zwiegelt. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, eigentlich fand ich es erst total scheiße. Andererseits, die Idee an sich bei der heutigen Gesellschaft, die ja nur noch auf, oh, Mädchen, Brüste, oh mein Gott, blablabla. Weißt du wie? Ist nicht schlecht, aber ja, nee, hat nicht geklappt, war Fehler, jetzt haben sie ein Problem und ist so. Ich überlege gerade, aber ich glaube ja. Ich glaube, ich setze hier so eine Wand hin. Ich glaube, ich werde es tun. Ich wollte das die Mauer runterziehen, aber ich glaube, die Wand ist besser. Sieht cooler aus. So,
das auf jeden Fall schon mal zum, was im Japanischen so abging. Was geht momentan so in Amerika ab? Ich hab keine Ahnung. Bin ich ehrlich, habe ich keine Ahnung. Ist mir momentan nichts bekannt drüber, was in Amerika so abgeht. Ich bin ja, also ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich dieses Ding mit den 6 Tage Sonnenfinsternis gesehen hatte. Ich habe nochmal geschaut, ich finde mittlerweile nichts mehr dazu. Ich weiß nicht, ob das ein Fake war oder ob das erst angekündigt war und dann irgendwie, nee, passiert doch nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich werde es nochmal verfolgen, aber ich glaube, es war ein Fake irgendwie. Vielleicht war es noch eine gefakte Seite, auf der ich war, kann auch sein, aber... Ich kann es euch leider nicht sagen. Ich kann da jetzt keine Stellung dazu nehmen. Es tut mir leid. Ja, ne? Hätte mich interessiert. Ich hätte noch ganz cool gefunden, muss ich gestehen. Oh, cool. Zwei Hühner. Aber irgendwie dann doch nicht. Keine Ahnung, was da los ist. So, machen wir jetzt mal hier so. Muss diese Mauer natürlich hier auch weitergehen und die wäre dann hier. Genau so hoch. Huch! Ein wildes Weberrack hatte ich angegriffen. Kampf! Egelsam! Aua! Giftpuder. Haha, Igelsam gibt mir wieder Zeug dazu. Tackle. Tackle. Aua. Aua. Schade, der hätte vielleicht geklappt, hätte ich ein bisschen mehr Leben gehabt. Alter, ihr macht mir alles kaputt, ihr scheiß Viecher. Das ist eine Plage. Wir machen die ganzen Felder kaputt hier. Erstmal heilen. Da muss ich ja ständig mit so einem Full-Ding hier rumlaufen. So, da wir gerade wieder 3 Äpfel haben und das ganze Gold hier eher nur durch das Ding geholt ist. Hui! Flupp! 5 Äpfel haben wir sogar, siehst du? Okay, dann machen wir hier mal ein bisschen Apfel. Hier ein bisschen Zucker machen. Apfel, Zucker und was hat noch gefehlt? Zucker, Apfel und was war's noch? Sonderbonbon, da haben wir's doch. Glowstone-Staub. Lalalalalalala. So, hab ich den Glowstone hingepackt? Da. Den kann man ja gar nicht so kaputt machen, gell? Mit Glück kommen, glaube ich, bei Glowstone immer 4 raus. Ich glaube, das war so. Werden wir gleich sehen. Ja, genau. Nee, hä? Nicht wirklich. Ich glaube, immer 3 kommen raus. Ach, was mache ich denn? Apfel und Zucker. Sonderbonbon. Bodyjack, Giftpuder, Egelsam, Rankenhieb, Tackle. Dann hau ich mal Tackle raus dafür, ja. Und Entwicklung. Was? Dieser Samen entwickelt sich. Ich will sehen. Oh, Alter, das ist ja geil geanimiert. Das ist ja geil animiert. Hilfe!
Peter Knoss. Juhu, Peter Knoss Level 19. Never guess LP. Na wunderbar, wollen wir uns mal zum Kampf schicken? Gleich. Nimm ich eine Kohle, was soll ich machen? Hab ich noch was zu essen dabei? Ich hab nichts mehr zu essen. Gut, dass es überhaupt nicht laut ist irgendwie. Na gut, ein bisschen Stein habe ich auch noch. Ein bisschen ist gut. Moment, Spitzhacke. Was suche ich eigentlich? Ich wollte das ja reinpacken. So, und ich brauche auf jeden Fall Erde jetzt. Ne? Oh, da habe ich ein bisschen. So. Immer noch Brot. Ich bin jetzt, glaube ich, das 5. Mal drin, aber ich brauche noch. Gut, dass der Donner überhaupt nicht laut ist. So. Jetzt fragt man sich natürlich, wie das hier funktionieren soll. Na, wir werden es ja gleich sehen. So. Natürlich wird dann das Partie Rille hier alle gemacht. Geht halt jetzt so einen Hang runter, ist auch egal. Ich würde sagen, erstmal ganz einfach, ich muss aber nicht in die Rille dazu kommen, fertig. Ganz einfach, das ist zweideutig zu sehen. Donner geht mir mega auf Persinogis! Schade, ich darf das Wort nicht sagen, was ich gerade sagen wollte. Ich durfte es schon, aber aus meiner eigenen Überzeugung heraus darf ich es nicht sagen, weil das nicht in diesem Let's Play zu suchen hat. Auf meinem Vorflaschen sogar, die mir das jetzt voll hier dieses auf meinen Lümmel, wie auch immer. So. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ah, zack, zack. Bitte. Was? Hat keiner behauptet. Absolut nicht. Jetzt reicht's aber da oben. Das ist echt nur so zur Strafe. So ein vollgeladener Creeper von hinten kommt. Watch in your face. Aber nein, da kam nichts. Ich finde scheiße, dass... Ich finde es Schokolade. Dass Erde nicht nachrutscht als einzigster Rohstoff. Ich weiß nicht, warum die nicht nachrutscht, aber die rutscht nicht nach. So. Und das Glas jucken. Und dann gehen wir jetzt die Kombination noch wegmachen. Der Baum kann stehen bleiben, der ist groß genug. Sieht so aus, als würde er hier stehen. Genau. Sieht so aus, als wäre das so gewollt.
So. Dann schauen wir gleich mal noch. Eins kann ich ohne Probleme hoch und dann passt das auch super in die Materie hier rein. So. Ein ganzes noch hoch, genau. So. Wo ist eine Miona, finde ich, hat mein Handy gerade gewibriert. Ich muss mal ganz kurz nachschauen. Währenddessen könnt ihr Pizza zusammen besteuern. Ach nee, Pizza Knoss mittlerweile. Ich hätte aber jetzt hier dahinter. Ah, mein Handy hat sich gerade verabschiedet. Das tut mir sehr leid, ich hoffe, dass man das nicht gehört. Das war jetzt. Ich bin ein wenig erschießt. Gerädert. Könnte man auch sagen. Ja, gerädert trifft das, glaube ich, ganz gut. So. So. Und dann hier den restlichen Schlüppel da hier hinmachen. So. Hier, da und da. Da, 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 da. Und da, 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 da. Und hier, da, la, 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 la. So, du, du, da. Ups. Ach, was für eine spannende Aufgabe. Ich habe kein Thema zu erzählen. Das mit der Chinesen habe ich ja vorhin schon erzählt. Und mit dem, was ich dann doch irgendwie nicht bestätigt habe, warum auch immer. Ich habe keine Erde mehr. Ein Happy Tag. Attacko, komm! Bodycheck! Oh. Das ging durchaus schnell. Dann nehme ich den ganzen Spaß auch mal mit. Wo mir alles zertreten wird. So. Das Problem ist, dass die meisten Pokémon Spinnenfähigkeiten haben, warum auch immer die meisten Pokémon Spinnenfähigkeiten haben, aber es ist so. Und darum kommen sie auch sehr einfach hier auf Trailer drauf, weil es klingt dadurch die Abkühlung hier irgendwie. Aber na gut. Moment.